Ja gut, nicht ganz eine Stunde, ein bisschen weniger. Ich habe um ungefähr 10 nach angefangen. Jetzt haben wir 57, ja, 40, 50 Minuten irgendwie. Trotzdem, das Spiel macht mir Spaß. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Dieses Spiel werde ich definitiv nur so nebenbei laufen lassen. Also, ich denke mal, hier wird eine Folge alle 2 Tage kommen. Es ist toll, wenn ich das so am Ende immer nach 3, 4 Aufnahmen sage, ne? Aber das ist so ein Ding, was ich so nebenbei laufen lassen werde, weil es ist sehr, sehr einfach natürlich. Ich kann aufnehmen, kann den Ton, ich muss kaum hier schneiden, ich kann da, ne, super dran arbeiten, fertig, Bombe, passt. Aber das ist so, das kann ich halt immer mal zocken, wenn ich Zeit habe und dann habe ich ein paar Folgen und dann mache ich es alle 2 Tage nur, weil, wie ihr ja wisst, ist so ein bisschen meine Zeit halt eng gesät und mein Hauptspiel momentan ist halt Dust, an Elysian Tail. Und so kann ich quasi das Let's Wish ganz gut nebenbei noch dann trotzdem reinpacken und wir haben mal wieder 2 Let's Plays nebenher laufen. Ist auch schön. So viel dazu. Ich sag dann mal tschüss. Hoffe, ihr hattet Spaß, wie gesagt. Hoffe, ihr habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Ich hatte tatsächlich Spaß mit diesem Spiel. Find's ganz witzig. Bin gespannt, was noch kommt. Diese erste Aufnahmesession war jetzt super kurz, aber ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich wollte es jetzt herausfinden. Jetzt weiß ich es. Kann mich besser aufs nächste Mal vorbereiten. Und bin mal gespannt, wie ihr so überhaupt drauf reagieren werdet. Dieses Ding ist ja. Oh. Crazy. Oh, jetzt bin ich schon wieder ans Headset gekommen. Naja, jetzt genug. Schluss aus. Tschüss. The King, SF the Building. Heidi ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Taubenliebe leicht gemacht. Nein, Hatoful Boyfriend. Gute Tauben, schlechte Tauben. Mir fallen bestimmt noch ein paar sehr schöne Soap-Titel für dieses Spiel ein. Vielleicht mache ich mir so eine Liste und jedes Mal, wenn wir eine Aufnahmesession anfangen, begrüße ich euch mit einem Tauben-Soap-Titel. Das wäre auch schön. Ja, ich habe von Rübka so im Privaten ein bisschen was auf die Finger gekriegt. Vor dem Englisch drücken ist nicht. Und ja, gut, 3 Folgen lang habe ich mich mehr oder weniger gedrückt. Jetzt muss ich damit leben, dass ich gurren darf. Das sind alle, nicht wahr? Sagt Kazuaki. Und wir starten in das Spiel. Ich habe ja beim letzten Mal diesen schönen Überspringungsscheiß hier getrieben. Da konnten wir uns 3 Clubs auswählen. Ich habe sogar noch geguckt, welchen wir ausgewählt haben, versehentlich. Es war der unterste. Denkt ihr, ich weiß noch, welcher es war? Nein. Viel Spaß euch. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, mit welchen Stimmen ich wem gesprochen habe. Oh, jetzt haben wir sogar Stats. Wie in einem Rollenspiel, oh mein Gott. Heute ist ein Elective Day, ich würde mal sagen, so ein frei wählbarer Tag. Was soll ich machen? Attend, Aufmerksamkeit, würde ich jetzt mal sagen. Ach nee, beteilige dich an der Mathestunde, an der Sportstunde oder an der Matheklasse, an der Sportklasse und an der Musikklasse. Da ich ja so ein Mathe-Fan bin, würde ich mal sagen, wir gehen mal ein bisschen rechnen. Rechnen. Und er versagt mir die Stimme. Mr. Nanaki dozed off as. Ah, Mr. Nanaki ist wie so häufig eingeschlafen oder, ne, pennt weg. So nach dem Motto. Aber die Klasse ist irgendwie trotzdem gut. Ich fühle mich klüger jetzt. Na, wir dürfen nicht mal selber errechnen. Na toll. King, leveled up. Ja, wir sind immer noch sehr männlich für einen weiblichen Menschen. Wir sind so von Ivankov geschlechtsumwandelt worden. Ne? Imperio, Ivankov, Hormonen, Spritze und so. Und dann, wupp, waren wir, huch, da plötzlich anders und so. Ja, wir haben aufgelevelt. Unsere Weisheit ist um 5 Punkte gestiegen. Sehr schön. Ich war ziemlich sicher, dass ich. Was?
Ach so, ich bin ziemlich sicher, dass ich dem Konzil beitreten will, aber was machen Sie noch mal? Wir haben die Abstimmung übersprungen und ich glaube, es ist nur Sakuya und nee. Meine Güte, irgendwie versagt mir heute gerade so ein bisschen die Stimme. Die Huster schneide ich einfach mal hinterher alle raus, aber es tut mir so leid, dass da so ein bisschen vom Klang ist, vielleicht komisch ist. Wir haben die Abstimmung übersprungen und ich glaube, nur noch Sakuya und ich sind übrig. Dennoch hat er ein Meeting einberufen, also muss ich zum Konzilraum gehen. Was heißt nochmal Council? Blablabla. Versammlung? Irgendwie so? Rat? Der Rat der weisen Tauben? Drei weiße Tauben. Ach Gott, meine Witze werden auch nicht besser. Dies sieht nach dem Büro des CEOs aus. Natürlich. Natürlich. Oder denkst du, ich würde weniger als das anstreben? Ja, es ist jetzt nicht korrekt übersetzt, aber so mehr oder weniger im Sinn war es schon okay. Hi, Sakuya. Also, hast du das zu verantworten? Dieser Raum war abstoßend, schmutzig, widerlich. Besser geeignet für Kaninchen statt für uns. What a prick. Ja, da ich mich im englischen Schimpfwortbereich nur rudimentär auskenne, übersetze ich es einfach mal mit Wassen Doofkopf. Wird schon passen. Hast du bereits entschieden, welche Position du haben möchtest? Ich darf wählen? Was? Who is there to choose? Wer sollte denn sonst für dich wählen? Dummer Japaner. Japanese. Bist du nicht auch Japaner, Sakuya? Oder Sakya? Wird das U eigentlich überhaupt ausgesprochen? Weil ich weiß, bei Naruto heißt es nämlich nicht Sasuke, wie viele sagen, sondern Sasuke eigentlich. Damn it, da müsste ich mich mal informieren, ob es Sakya heißt oder Sakuya tatsächlich. Ärgere mich nicht oder reize mich nicht. Ich bin Franzos. Naja gut, das klang jetzt nicht französisch. Ich kann dafür aber einen super gestiefelten Kater nachmachen. Der klingt ein wenig dann wie eine Spanier. Natürlich hieß der auch ja ein Spanier. Aber wie ein Franzose, das kann ich nicht. Ein französischer Edelvogel. Das klingt lecker. Hallo? Wir grillen ihn nicht, obwohl. Hühnchen? Sorry, ich bin hier gerade ein wenig am Headset am rumhantieren. Also wenn da jetzt gerade so Krummel, Krummel, Krummel Störgeräusche sind, tut es mir leid. Es tut mir leid. Hä? Ich glaube, ich muss jetzt einen Posten wählen. Ich denke, ich will der Vizepräsident sein, der Schatzmeister, der Clerk. Was? Das ist der Clerk. Wenn man jetzt ein iPad oder generell ein Tablet, ich will ja nicht Werbung für speziell ein Tablet machen, oder ein Handy zur Hand hätte, wahlweise gern ein Smartphone, könnte man ja schnell mal die Seite leo.org, englisches Dictionary oder sonst irgendwas aufschlagen und mal gucken. Naja, ich kann gut mit Geld umgehen. Nicht. Also machen wir den Schatzmeister. Du bist hierher gekommen, um einen Job wie diesen zu wählen? Das ist inakzeptabel. Wo sind deine Ambitionen? Probierst du dich nicht aus? Du brauchst mehr Rückgrat als das. Dann der Vizepräsident? Sehr gut. Bis. Und so habe ich den Posten des Vizepräsidenten bekommen.
there isn't anybody else on the council. Es ist ja nicht so, als könnte ich anybody sinnvoll, witzig, humoristisch umlegen auf irgendein Vogel. Es ist sonst kein Vogel im Konzil, oder? Das nenne ich mal einen Ortssprung. Wir waren jetzt gerade noch im Büro des CEOs der Schule offenbar, haben die Vizepräsidentschaft angenommen und finden uns jetzt in einer Höhle, die unser Heim ist. Wo es natürlich auch sehr relaxend ist. What? Oh. Was? Tomorrow is a class hike? Die Klassenwahl? Der Klassenausflug? Irgendwas mit Klasse? Scheinbar tatsächlich sowas wie Klassenausflug. Soll ich irgendetwas vorbereiten? Wir werden nicht weit weggehen. Also muss ich nicht... Was? Naja, Gesundheit... Oder die Gesundheit hat Vorrang. Ich glaube, ich werde zuerst ein wenig Udon machen und dann schlafen gehen. Die Mischung aus Englisch, japanischen Begriffen und wieder Englisch ist teilweise irritierend. Wir sind jetzt beim 21.04. Haben wir zuletzt den 20.04. gespielt? Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben jetzt schon fast den ganzen April rum. Und wir haben zweimal gepennt dazwischen. Macht der Winterschlaf? Ist der ein Grizzly? Okay, erstens ist es eine Sie. Und zweitens sind wir. Wir sind ein Mensch und wir schlafen wie ein Grizzly. What? Heute ist der Ausflug. Wir machen eine Pause in einem... Hillside. Am Fuß eines Berges, sage ich jetzt einfach mal. Hey, es nimmt jetzt keiner so ernst, wenn ich da ein bisschen die Wahrheit der Übersetzung biege. Ich meine, wir haben ja schon in Dust festgestellt, dass ich der Übersetzungspraktikant bin und dass das nicht gut ausgeht, das solltet ihr langsam wissen. Mit wem sollte ich reden? Ich könnte ja reden mit Ryuta, unserem guten Freund, Sakuya, dem tollen Präsidenten, Sun, wer war nochmal Sun? Oder Kazuaki? Ich glaube, wir bleiben bei unserem Kumpel. Ryuta, lass uns zusammen essen. Sure, ja. Sicher, wollte ich sagen. Tolle Aussicht, nicht wahr? Genau, das ist so wie über das Wetter zu reden. Tolle Aussicht, schönes Wetter, sonnig heute. Hä? Ist das dein Essen, King? Yep. Es ist eine Kalorie. Hä? Es ist wirklich traurig, so etwas zum Picknick mitzubringen. Wundert euch nicht, wenn ich plötzlich irgendwie aufjaule oder so ein von mir gebe. Das Problem ist, ich habe mir scheinbar im Nacken einen Nerv eingeklemmt. Ich fuchte hier während des Redens mit den Armen, was sehr klug ist, weil ihr das definitiv sehen könnt, und bewege auch den Kopf hin und her, ohne darauf zu achten, dass ich eigentlich Schmerzen da habe. Und da kann es mal passieren, dass ich dumm genug bin, irgendwie den Kopf so zu drehen oder so zu halten, dass es stechend schmerzt, und dann kann da mal ein Aufjauen kommen. Generell tut es gerade schon sehr weh, was das Aufnehmen nicht besser macht. Nein, ist es nicht. Ein großartiger Mann sagte einst, dass es Ambrosia für die Götter wäre. Was? Was? Ambrosia für die Götter? Jeez. Wenn du so etwas isst, wirst du... Hä? Was? Wenn du so isst, wirst du tot sein, bis wir... liegst du tot am Straßenrand, bis wir zurückkehren.